Herzlich willkommen zur dritten Folge Unspielbar, dem Format, in dem wir unsere Kollegen mal so richtig quälen können. Unspielbar. In Unspielbar suchen wir uns ja immer so das Beschissenste vom Beschissensten der Spieler aus, um unsere Kollegen richtig quälen zu können. Dafür brauche ich natürlich erstmal ein Opfer und das ist heute Tim. Ja, Tim, schön, dass du es einrichten konntest, dass ich dich ein bisschen quälen darf. Warum eigentlich ich? Ja, ich dachte mir, jetzt waren bisher eher so die Älteren dran, jetzt suchen wir uns mal eine Paarung jünger. Und ich habe dafür ein älteres Spiel rausgesucht, um den Kontrast wieder herzustellen. Das ist schon mal scheiße. Hast du ansatzweise eine Idee, was es sein könnte? Irgendwie? Sieht auf jeden Fall nach PC aus und das ist allein schon scheiße. Das ist die erste Besonderheit. Ich zocke nie auf dem PC. Das ist die erste Besonderheit. Du wirst gleich nur die Maus brauchen, ausschließlich die Maus. Und Blobby Wolli oder was? Nee, nicht ganz. Aber ich gebe dir mal einen Tipp. Es ist ein... Ist das ein Strategiespiel? Na, ach Quatsch, oh, bist du wahnsinnig. Ein Glück. Es ist ein Spiel aus 95, eine sehr bekannte Marke. Ein Adventure? Nee, kein Adventure. Oh. Wo dieses Jahr noch ein Film released werden wird, auf den sehr viele Leute warten, der Abschluss einer Trilogie. Das ist die Marke. Die Spiele kommen heute bei EA. Star Wars? Es ist ein Star Wars Spiel. Und zwar ist es Star Wars Rebel Assault 2 von 1995. Rebel Assault 2 erschien 1995 und war schon damals dafür bekannt, sagen wir, nicht gerade präzise und phasenweise fast schon an Verarschung grenzend schwer zu sein. Von mir bekommt Tim die Mining Tunnels des FMV Rail Shooters vorgesetzt. Seine Aufgabe? Flüchte mit dem Frachter Bauart Millennium Falke aus einer Basis des Imperiums, ohne an den Wänden der unterirdischen Tunnel zu zerschellen. Um das zu schaffen, gilt es allerhand Hindernissen auszuweichen, die in der Pixelpampe kaum auszumachen sind, zu erkennen, wann sich das Schiff aufgrund der Kameraführung von selbst steuert und wann nicht und, naja, die anderen Überraschungen zu überstehen. Die Aufgabe gilt als bestanden, wenn Tim den Weltraum erreicht hat. Und jetzt, happy Scheitern. Oh, ich freue mich so. Und er gleich nicht mehr, das wird richtig geil. Oh. Kein Plan, was mich hier erwartet. Ich habe das Spiel noch nie gesehen in meinem Leben. Ich glaube auch, dass der Tim das Spiel gar nicht kennen wird. Oh. Das kennen eigentlich relativ wenige Leute und es fängt genau so an, wie ich hier auch. Wie viel sind das denn? 8 Frames? Ist das schön? Nein. Oh. Ich weiß schon, wie beschissen das ist. Oh nö, ey. Ey, da. Nee. Ich freue mich. Ey, wie man einfach innerhalb. Ey, ich kann nicht mal sehen. Muss ich jetzt nach unten drücken oder nach oben drücken zum Fliegen? Du fliegst automatisch, du musst eigentlich nur nach oben und unten lenken. Ich gebe dir mal einen kleinen Tipp. Ey, ganz ehrlich, diese alten Drecksspiele. Ey, ich check immer noch nicht, ist das jetzt invertiert oder nicht? Das Ding macht irgendwas. Ja, ist geil, ne? Was ist denn das jetzt? Das musst du einmal wegdrücken und den Level eben neu starten. Die gehen halt davon aus, dass man das in 3 Versuchen schafft eigentlich. Ja, okay, also es ist invertiert. Okay, so jetzt mal hier. Boah, Alter. Ah. Und das kann ich auch mal erzählen, das ist ein Level, der hat mir Albträume beschert. Ja. Siehst du, so sieht das... Oh. So sieht das so gut aus. So, jetzt nach rechts. Vor allem, das ist genau dieses Ding, was man bei so Kackstellen in Spielen hat. Wenn man sie immer wieder spielen muss, dass einen sich diese Musik, die brennt sich so ins Ohr ein. Und jedes Mal, wenn ich nur eine Mucke höre, kriege ich schon einen Kotzkrampf. Ih, was ist das? Hä? Ey, aber du bist schon ein bisschen weiter gekommen als beim letzten Mal. Hey, ich hab doch nicht... Ich bin doch richtig geflogen. Ja, anscheinend ja nicht. Mann, was ist das denn? Wo soll ich denn da lang jetzt? Boah! Ah, es ist der schönste Tag in meinem Leben. Halt's Maul! Mann, wieso fliegt der denn jetzt nach links? Ich hab überhaupt nicht nach links gedrückt. Ey, da sind nur so Säulen, ey. Der passt da doch gar nicht durch physikalisch, dieses scheiß Raumschiff. So, jetzt irgendwie ein bisschen nach rechts irgendwie. Und jetzt aber so. Oh, jetzt links, jetzt da lang. Jetzt rechts lang. Oh, oh. Aber ja, ey, das war... Ey, es kommt nicht, es hört nicht auf mit dem Scheiß. Ey, das war aber schon relativ, das war echt weit. Okay, ich muss den Anfangspart ohne Schaden überleben. Dann kann ich da einfach durch, dann kann ich da einfach durchslashen, ist egal. Und dann kommt nämlich der zweite Part, wo er den Schaden mitnimmt. Und der ist genauso lang.
Aber der Anfang läuft doch schon. Ja, easy. Ist easy, ist. Fuck! Oh! Ah! Nein! Voll. Diese Korrekturbewegung, die verschlimmert alles. Rechts, rechts, rechts. Bisschen nach rechts. Nicht zu weit. Runter. Links. Rechts. Ja. Oh, Ich leide wirklich mit dir. Ja, danke, Chris. Es mag sich nicht so anhören, aber so langsam hat er den Streckenverlauf ein bisschen verinnerlicht. Erstmal im grünen Bereich, ja, und schon bei links den Stand. Links, links, links. Nichts. Nein. Ja, okay, Warning wieder. Aber. So. Oh. Ja! Oh, oh Gott! They ask you how you are, you just have to say that you're fine, when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Unglaublich scheiße das ist. Ich bin doch schon vorbei! Ist das jetzt ein 3D-Spiel oder nicht? Bim, 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 bim. Star Wars, ja. Tolle Star Wars Musik. Die Scheiße da hoch, was ist das überhaupt? Ein Minenfahrzeug. Ja. Ey, ich hab's raus jetzt. Ja, aber du bist. Echt? Ja. Du machst es sehr gut. Ich hab's jetzt raus. Ist kein Problem. Das ist jetzt wichtig. Das ist jetzt wichtig. Jetzt geht's ab. Weißt du auch wie? Ja. So, jetzt. Jetzt zieh es hier rein, Alter. Schadensfrei durch den ersten Abschnitt. Das ist jetzt. Keinen Schaden. Ich habe keinen Schaden. Ich fliege hier einfach durch. Ohne einen Hit zu kriegen. Jetzt habe ich einen Hit bekommen. Jetzt fahre ich nach links. Jetzt fahre ich nach unten. Jetzt kommen ganz viele Dinge. Ja. Und ich bin gleich tot. Yeah, cool. Ja, ich glaube, noch mal ein bisschen. Ja. Ich hatte einen Schaden. Ich will erstmal, dass jeder hier mal prämiert, wie geil ich diesen Anfang mittlerweile mache. Ja. Ey, ich zünde ein innerliches Feuerwerk. Ich will dich nur nicht aus deiner Konzentration bringen. Hau ab. Jetzt nach rechts lenken. Und dann nach links lenken. Ja, grüner Beistand ist egal, vollkommen runter, gut. Rechts, links. Das ist extrem gut, was er hier rechts, gerade macht. Rechts und jetzt nach oben noch einmal. Alter, das war wirklich gut. Er hat ja eine Stange geschafft, ihm mit zwei Balken Schaden. So, jetzt kriegt man richtig viel Schaden, wenn man da jetzt unten gegenfliegt. Ich muss gleich ein bisschen hochfliegen. So, jetzt. Enorm, enorm gut. Er wird rot. Er kann sich jetzt quasi fast keinen Fehler mehr erlauben. Ein leichter Andotzer geht wahrscheinlich noch. Nein, hoch, flieg hoch. Was ist das jetzt hier? Er hat es fast geschafft, den ersten Teil. Was ist jetzt? Ja! Respekt, Mann! Bam! So, und jetzt? Ja, es gibt doch einen Checkpoint. Aber was ist mit den Stormtroopern? Das Problem an der Sache. Wie, was ist denn das jetzt? Hä? Muss ich steuern und schießen? Ja, Mann. Steuern und schießen ist der Punkt. Oh, und gleich kommt das Allerschlimmste der Welt. Und zwar sind es diese Lasertüren, die gleich kommen. Da muss er nämlich die Energieversorgung da am Rand gleich ausschließen. Mann! Und vor allem das Problem ist, er hat jetzt leider keine Läden mehr. Und ihm werden gleich leider was ist das denn? Ins Gesicht glotzen und dann geht's wieder ganz von vorne los. Was sind denn das überhaupt? Ich kann nicht mal erkennen, was das für Gegner das sind. Das wäre unglaublich beeindruckend. Luftballons? Da hinten kommt jetzt das Energiefeld. Das gibt richtig Schaden, wenn er dadurch fliegt. Nein, ich muss dagegen schießen. Ah! Okay, egal.
aber er schlägt sich unglaublich gut. Was ist das? Ja, schieß doch da drauf! Oh! Könnte es das wirklich werden? Ey! Oh Gott, jetzt hab ich ein bisschen Angst. Ey, bitte, ein Checkpoint. Ich hab ein bisschen Angst jetzt. Bitte, nein. Nein, ich muss wieder von vorne. Er macht's. Sehr gut. Links, mit zwei Ballen. Links. Links bleiben, gut. unten bleiben, rechts bleiben. Links bleiben, oben bleiben, rechts bleiben und rechts bleiben, oben bleiben. Das. So, Alter! Was ist los, Alter? Was Alter, das ist krass, los? Mann. Das ist echt gut. Was ist los, Mann? Ja, jetzt kommt die Scheiße, ist in Ordnung. So, hahaha. So, selbst den Teil hat er jetzt wirklich Zack. Gut. So sieht's aus. Runter ein bisschen. In der Maushand. Ich habe das Gefühl, das Ding reagiert auf Sprachstörungen. Jetzt wird's eng. Aber oh nein. Ah. Irgendwie. Aber er könnte nein, es egal. Tatsächlich ja, mit. Runter ein bisschen. So, alles zwei cool. Versuchen. Alles cool. Alter, alles cool. Direkt drauf, beim nächsten Mal gemacht. Was ist los, Alter? Was ist los? So. Und jetzt mit zwei Versuchen im zweiten Teil, Mann. Das ja, überhaupt kein Problem, Mann. Komm her hier. Kommt alle her. Ich baller euch weg, ey, ihr Kleinen. So, konzentrier dich hinten. Egal, auf die Tür. Konzentrier dich hinten auf die Tür. Auf die Türen. Auf die Türen, Mann! Wie soll man das treffen? Oh Gott, ey. Ihr da! Ich... Schieß auf die Kacktür! Da ist die Tür! Mann! Da ist die Tür! Mann, die Tür kommt für eine Millisekunde ins scheiß Bild! Ey, du bist noch in Abschnitt 2. Konzentrier dich! Wie ist die Maus überhaupt eingestellt, ey? Das Brett fliegt runter. Alles... Jetzt schieß auf diese Tür, Mann! Ich will doch nur die Tür ficken! Die Tür! Oh, Tim kann da ist die Tür, sie kommt rein. Ja! Da war die Tür. Da ist noch eine Tür. Schieß auf die Tür, schieß auf die andere Tür! Nein! Ja. Nein, die Glückstormtrooper! Why are we still here? Just to suffer. Every night, I can feel my leg and my arm, even my fingers. The body I've lost. Das Ding ist halt auch, dass ich einfach jetzt... Bei dem hinteren Teil ist das Geheimnis, dass man mit der Maus extrem große Bewegungen machen muss. Und wenn man das, wenn man das verinnerlicht hat, dann ist es geil. Das ist sehr gut. Fehlerfrei in die erste Abbiegung, die jetzt gleich kommt, nach unten. Das ist auch eine Selbstlenkerkurve. Jetzt wird's spielentscheidend für Teil 1. Und das macht er hervorragend. Und jetzt kommt natürlich die zweite spielentscheidende Stelle. Der doppelte Arschloch-Looping. Weltklasse! Ich gönne ihn jetzt. Ich gönne ihm jetzt seine. Oh, ist das aufregend. Alter. So. Das war reine Weltklasse. Ja, reine Weltklasse war das. Sieh, das wird schwer sein jetzt, oder was? Ich schneide das Format selber. Ich schneide das, als ob es der erste Versuch wäre. Oh, cool. Beim ersten Versuch habe ich es schon mal jetzt so weit geschafft. Gar kein Problem. So. Oh, was ist das denn? Das habe ich ja noch gar nicht gesehen hier, diese Gegner.
Und was ist das denn hier für ein komisches Zeug, was hier rumpumpt? Okay, Tür. Ich muss mich konzentrieren auf die Scheiße. So, hier, wenn ich darauf schieße. Vor allem das Ding ist auch, in diesem Abteil, man kann die Arschlöcher nicht treffen. Es gibt keine Möglichkeit, wenn man auch noch lenken muss, dann ist die so flink und eigentlich, er ist ja mit der Maus die ganze Zeit drauf und klickt, aber die Laser sind halt zu langsam. Eigentlich muss er noch vorhalten. Egal, alles was zählt sind die scheiß Türen. Was ist das? Bin ich wohin geflogen? Aber auch jetzt, so, Türen, zwei Türen, Leben, Türen, gelber Türen, Bereich. Türen, Türen. Schon bei der ersten Türen, Tür. Scheiß Türen. Schieß auf die Türen. Schieß auf die Türen. Oh, das ist vergessen. Ich kann da noch was von ihm benutzen. Hab sie erwischt. Türmann! Lass man da auch noch. Die Tür, grüner Bereich. Danach noch zwei Versuche im zweiten Abschnitt. So gut. Ey! Nicht entmutigen lassen. Starke Tür. Stark! Jetzt geht's halt mal so richtig aus, ja. Du bist doch genau vor mir, Mann! Ah! Nein! Ich mache jetzt schon Substanz hier. Ja, Sarah geht zum x-ten Mal, krabbelt sie hier durchs Studio. Das machen die auch alle nur, um mich zu ärgern. Welcher Mensch kann so oft irgendwie lang krabbeln? Das spornt mich alles nur an. Ich bin wie. Ich bin wie Simone bei Germany's Next Topmodel. Euer Hass. Und eure Zwietracht hier, die ihr versucht zu sehen, die spornt mich nur an zur Höchstleistung. Und im Endeffekt werden nur ich Germany's Next Topmodel. So. Grüner Bereich, eigentlich noch volle Lebensanzahl. Kann ich verarschen, dass er schon und bisschen der Tee trinkt? Quasi schon am zweiten Abschnitt. Das ist. Ah, hier bin das jetzt nicht. Das ist alles eine braune Scheiße auf. Brauner Scheiße. Durch die eine braune Scheiße kannst du durchfliegen, durch die andere braune Scheiße nicht. Alter, zwei neben zweiter Teil, ist doch Hammer. Türen! Jetzt kommen die Türen. Okay, Maus muss so ganz. Ihr werdet schon mal abgeschossen, ihr kleinen Wichsgesichter. So, jetzt fliege ich hier durch, jetzt fliege ich hier rechts, jetzt fliege ich hier links, jetzt fliege ich rechts. Oben, rechts, links, links, rechts, hoch, runter. Einmal hier lang, ich bin auf Warning schon. Er ist auch cool, ja. Schieß auf mich. Und ja, ey, ab jetzt zählt's erst. Also du hast, eigentlich hast du es gerade sehr gut gemacht. Du hast schon voll viel Schaden von Anfang an. Ich muss mit der Maus wirklich so machen. Ja, flieg jetzt. Flieg zum Sieg, kleiner Freund. Flieg nicht zu hoch, mein kleiner Freund. Die Sonne brennt, dort oben heiß. Wer zu hoch hinaus will, dem droht die Gefahr. Fick dich, du kleiner Drecksbär. So langsam setzt auch das berühmte Lenkerphänomen bei Viva Rennspielen ein. Ja. Und ein bisschen Wahnsinn. Aber ey, ist ja ihnen mehr als gegönnt. Minenarbeiter. Nicht verdient zu leben! Türen, Türen, Türen. Auf die eine Tür, auf die andere Tür. Schieß auf die Tür. Bitte tu es, bitte! Tür links. Eine Tür. Rechts, rechts direkt. Eine Tür, eine Tür! Ja. Gute Tür! Tür, 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 Tür. Schieß auf die Kacktür. Auf die rechte Tür! Nö. Er, der genau vor mir meine Fresse fliegt. So, jetzt. Das könnte tatsächlich. Jetzt kommen hier irgendwelche. Jetzt weiß ich noch nicht genau. Das hoch, ist auch. Rechts. Oh, ja, genau!
Hey, konzentrieren, du bist noch im selben Abschnitt. Du kannst noch das Wissen mitnehmen. Ich weiß nicht, wo ich hier lang fliegen muss. Ja, okay. Aber ja, schon recht, dieses Spiel, das ist einfach unlesbare Scheiße. Ach ja! Schieß doch mit 1000 Lasern! Du musst heilen. Man weiß auch irgendwann nicht mehr, was man sagen soll, ne? Ich sag auch immer, da oben bist du. Jetzt. Tür 1. Aber er ist eigentlich, guck mal, sehr gut, mega gut dabei. Ja, jetzt, ja. Tür 2. Okay. Er muss lenken und schießen. Tür 1. Ja, das Problem an der Sache ist, ist halt, dass Tür 2. Laserstrahlen im Star Wars-Universum anscheinend langsamer sind als Pfeile. Und man derart weit vorhalten muss. Egal. Du bist kleine Sackfresse! Jetzt ist er. So gut war er noch nie. Lach nicht so dumm. Hoch, jetzt hier runter. Da lang, durch. Oh Gott. Wohin jetzt? Was ist das jetzt? Das sein? Hoch. Das könnte. Komm, jetzt noch mal Dinger. Da ist er! Ja! Yes! Meine Fresse! Ja! Gib diesem Mann einen Preis. Er hat ihn verdient. Ey, Alter. Danke, Mann. Ich bin mega beeindruckt. Ich glaube, ich habe das tatsächlich nie ohne Cheats geschafft. Ich habe es, glaube ich, nicht einmal geschafft. Was für Cheats? Unverwundbar? Unter anderem. Ja. Noch ein paar mehr manchmal. Alter Schwede. Ey, wie fühlst du dich jetzt? Was? Leer oder kannst dich ein bisschen freuen? Ja, es ist natürlich, also ich sag mal, es ist schon gut, dass ich es noch geschafft habe. Weil wenn man jetzt aus sowas rausgeht, ohne es geschafft zu haben, dann, es lässt einen nicht aber los. Aber es hat auf jeden Fall mir mindestens 10 Jahre meines Lebens wahrscheinlich gekostet. Ey, vor allem, das Ding ist ja auch, das kann man gar nicht nachfühlen, das ist so eine schwammige Scheiße. Dann lenkt es von selber, manchmal lenkt es nicht von selber. Ja, wenn die Kamera bei den Kamera schwenkt, ja, dann macht das Flugzeug einfach... Was es will. Ey, wirklich, ey, ohne Scheiß, krassen Respekt. Vor allem, weil sich ja im zweiten Teil dann auch noch die Invertierung der Maus ändert auf einmal. Das kommt ja auch noch oben drauf. Ja, damit hatte ich ehrlich gesagt nicht so Probleme, weil ich fand das voll gut, dass es endlich nicht mehr invertiert ist. Ja. Das war voll die Erleichterung. Was beim zweiten Teil viel schlimmer ist, ist, dass man auf einmal am Anfang muss man mit der Maus nur so ganz leicht steuern. Beim zweiten Teil musst du so machen. So da oben in die linke Ecke, rechte Ecke, untere Ecke, so auf diesem kleinen Brett. Ja, ey. Wie gesagt, größter Respekt. Vor allem, ich habe es ja eben schon mal gesagt, dass das Laserstrahlen im Star Wars-Universum anscheinend langsamer sind als Pfeile, ja, die du schmeißt und nur so ganz läppisch einfach hinwirfst. Gut, ey, ich bin stolz auf dich. Danke, Mann. Das heißt auch, dass du dir das nächste Opfer aussuchen darfst, glaube ich. Ja, Entschuldigung an alle, die ich beleidigt habe. Nee, also, haben wir noch was? Ansonsten würde ich sagen, gehen wir jetzt deinen Sieg begießen. Ja, lass mal ein Abo da. Na, das war doch witzig, oder? Wollt ihr noch eine Unspielbar-Folge sehen, dann guckt doch mal hier rein. Und wenn ihr noch was zum Thema Star Wars sehen wollt, dann guckt doch mal bei unseren Freunden von Cinema Strikes Back vorbei. Die haben sich nämlich auch damit auseinandergesetzt. Allerdings mussten die nicht so leiden wie ich. Naja. Gut. Abonnieren, kommentieren. Tschüss.